Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel TeBee và Daisie nhé. Ok, hôm nay tụi mình sẽ cho các bạn xem A2 tiếng Đức thì nói được gì nhé. Ok, let's go. Hello, heute erzähle ich über mein Traumhaus. Ich würde gehen mit meiner Frau und meinen Kindern in einem eigenen Haus wohnen. Das Haus sollte auf dem Land liegen, denn ich möchte dem Lärm der Stadt entfliehen. Ja, weil ich gern Pflanzen anbaue, brauche ich einen kleinen Garten. Ich hätte gern auch einen Innenhof, um Sport mit meinen Kindern zu treiben. Und obwohl ich wenig Zeit hätte, hätte ich auch einen Keller, in dem ich die Yoshilon-Projekte machen könnte. Mein Haus wäre ungefähr 150 Quadratmeter groß und mein Haus hätte eine moderne Küche, ein großes Wohnzimmer, ein wunderschönes Esszimmer, ein helles Badezimmer, ein gemütliches Schlafzimmer für uns, zwei Kinderzimmer und einen Balkon mit einer ausgezeichneten Aussicht. Abends könnten wir uns im Wohnzimmer unterhalten und fernsehen. Meine Frau und ich würden gehen in der Küche zusammen kochen und manchmal konnten wir im Schlafzimmer arbeiten. Leckeren Essen werden im Esszimmer gegessen und deshalb freue ich mich auf mein Traumhaus. Hallo. Heute erzähle ich von meinem Tag als Studentin an der Hochschule an Hàng. Der Tag beginnt 6 Uhr, weil ich eine frühe Vorlesung habe. Nach dem Aufstehen frühstücke ich und packe mein Mittagessen ein. 7.45 Uhr gehe ich zur Hochschule. Das dauert 20 Minuten zu Fuß. Die Vorlesung am Mittag startet normalerweise 8.15 Uhr oder 8.30 Uhr. Mit einer halben Stunde Pause dazwischen. Und enden 11.30 Uhr. Nach der Mittagspause habe ich noch Unterricht am Nachmittag von 13 Uhr bis 16 Uhr. Dann gehe ich nach Hause, esse zu Abend, schaue mir einen Film an und mache meine Hausaufgaben. Schlafen gehe ich gegen 23 Uhr und das ist mein Tagesablauf als Studentin. Đó là một chút tiếng Đức A2. Các bạn thấy thế nào?
Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho tụi mình một like, một share và hãy theo dõi kênh tụi mình để đón chờ những video khác nhé. Còn bây giờ thì bye.